just follow my advice, cause they're gonna be biting you. Schönen guten Tag meinerseits. Ich bin in Polen, wie man an meiner Wohnung erkennen kann. Bin wirklich gerade durch die Tür und verdammt müde. Ich bin am Samstag Vormittag in Berlin angekommen und jetzt Montag früh losgefahren, um wieder nach Polen zu kommen. Musste in Berlin so ein paar erwachsene Dinge tun. Ich habe heute um 14 Uhr noch einen Kurs in der Uni, muss mich gleich auch fertig machen, um diesen natürlich anzutreten. Hola, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe mich jetzt angezogen, für mich geht es jetzt los in die Universität. Ich bin sehr spät dran, ne? Also leider Gottes. Ich sollte auch eigentlich gar nicht so lange drum herum reden und mich auf den Weg in die Uni machen. Von daher, let's go! So, wie wir sehen können, die kleine Sinne hat ihre Jacke an und ist jetzt auf dem Weg zur Universität. Ich habe 13 Minuten noch Zeit, um zur Uni zu rennen. Von daher hoffen wir, dass es klappt. Also ich bin wieder von der Uni zu Hause. Ich war so groß Einkauf machen. Ich glaube, ich habe hier meine zwei Tütentaschen voll und bin nur so, habe das so wirklich biegen und brechen nach Hause getragen. Der Unterricht war eigentlich ganz entspannt. Das ist halt in Laboratory Diagnostics. Und das ist einer dieser Kurse, ganz viel Schande auf mich, wo ich nicht ganz viel zuhöre. Ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Stunde eher mal eine To-Do-Liste geschrieben und so gesehen alle Fächer und Themen aufgeschrieben, die ich mir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen angucken möchte. Das kann ich euch gleich auch nochmal ein bisschen genauer zeigen, weil man muss sich die Zeit nehmen, halt sich eine Übersicht zu machen. Und da hat sich der Laboratory Diagnostic Kurs halt ein bisschen angeboten. Ich räume jetzt eigentlich nur die ganzen Sachen in den Kühlschrank und dann werde ich meine Wohnung aufräumen. Ich habe heute 19 Uhr den Stream. Ich weiß auch gar nicht, wie spät es ist, to be honest. Aber ich habe 19 Uhr einen Stream, wo ich dann mit dem Lernen anfangen kann. Ich habe generell das Lernen. Ich hatte ja jetzt Ferien, alles war ein bisschen entspannter. Und dementsprechend habe ich halt auch nicht so viel gelernt. Genau, wir haben es jetzt 17 Uhr, das ist super entspannt. Dann mache ich ganz, ganz gechillt heute. Ich fühle mich gar nicht gestresst. Wahrscheinlich wache ich morgen auf und bin so, ich habe 7000 Dinge zu lernen und ich habe noch nichts gemacht. Aber jetzt gerade in dem Moment, ich bin recht gechillt. Alles wird gut. Whatever. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Und gleich geht mein Stream los. Ich mache mir gleich noch einen Kaffee und habe jetzt meine Wohnung aufgeräumt. Ich bin auch richtig happy. Wirklich, die LEDs, die geben mir insbesondere Chills, aber das ist gerade nicht der Punkt. Und zwar, was ich euch zeigen wollte, bevor ich in den Stream gleich springe, ist, was ich heute gemacht habe, beziehungsweise was ich heute noch vorhabe. Und zwar, wir haben das sechste Semester, also ist jetzt wirklich Anfang des Semesters und eigentlich am Anfang des Semesters, ihr kennt es alle, also die, die studieren, kennen das und die, die nicht studieren, ihr könnt euch vorstellen, das ist wie so ein Reset-Button, so alles von vorne. Am Anfang hast du gar keinen Stress, es ist keine Klausur in der Nähe, wisst ihr, ganz entspannt. Und mein letztes Semester war super, super stressig für mich, weil ich am Anfang null vorbereitet war. Ich hatte keine Übersicht, ich war halt ganz neu an der Universität. Und es hat sich halt super viel geändert. Und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert dieses Jahr, beziehungsweise dieses Semester einfach, weil jetzt habe ich schon eine Übersicht, ich verstehe die Universität, ich verstehe die Kurse, ich verstehe, wie das alles hier abläuft. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch vorarbeiten und natürlich halt auch meine Arbeit richtig machen. Ne? Von nichts kommt nichts im Leben, das wissen wir ja. Und deswegen zeige ich euch, was mein Plan ist. Nicht über meine Sauklaue, ich möchte nichts diesbezüglich hören. Aber ihr seht hier, das ist meine kleine To-Do-Liste heute mal auf Papier. Und ich habe hier auch die Woche, also Woche 28.02. bis 6.03. Und dann habe ich hier pro Kurs mir einmal diese ganzen Übersichten aufgeschrieben. Also all die Themen, die in dem Kurs behandelt werden über dieses Semester. Wir haben hier zum Beispiel Dermatologie. Und da sehen wir all die großen Überthemen, die bearbeitet werden in diesem Semester. Was ich damit mache, ist super, super simpel. Und zwar, ich lerne vor, beziehungsweise ich lerne zeitgleich mit, wie es im Unterricht ist. Also ich lerne, keine Ahnung, sagen wir, ich habe Punkt 2, das ist Cutaneous Bacterial Diseases. Das ist das große Thema für die nächste Woche oder beziehungsweise das ist das große Thema für... bis wir das Thema abgeschlossen haben. Und ich werde jetzt ein wenig vorlernen. Ich werde mich einlesen. Ich werde parallel zum Unterricht versuchen, up-to-date zu bleiben. Weil ich habe das letztes Semester gehabt, dadurch, dass ich halt neu hier war und nicht mal wusste, dass die hier so eine Übersichten, also so eine Themenübersichten haben, habe ich absolut, hing ich die ganze Zeit dem Stoff hinterher und war total überfordert und total überfragt, wo wir denn gerade sind und was denn gerade das Thema ist.
und wofür ich genau was lernen muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das versuche ich hiermit halt einfach, dass das nicht passiert. Das war letztes Semester so ein Chaos für mich und ich kenne das nicht. Ich bin kein super organisierter Mensch, aber wenn es um die Themen geht oder beziehungsweise das, was gelernt werden muss, bin ich organisiert. Und das war für mich die persönliche Hölle, weil ich absolut ins kalte Wasser geworfen wurde. Weiter geht's. So, ich habe mir kurz die Lampe rangeholt, damit ihr das besser sehen könnt. Auf jeden Fall weiter geht's mit hier Pharmakologie. Das macht mir auch schon Bauchschmerzen, dieser Kurs, weil der ist wirklich, wirklich hart in der Uni. Bis jetzt habe ich von jeder einzelnen Person gehört, die Pharmakologie hatte, dass das einfach deren persönlicher Albtraum war. Und ja, das klingt ja immer einladend, wenn man das so hört. Von daher, es sind einige Themen, es sind insgesamt 14 Themen, die auf zwei Semester aufgeteilt sind. Ich bin in Gruppe B, von daher habe ich andere Themen als Gruppe A. Pharmakologie ist auf jeden Fall einer der Fächer, um die ich mich am meisten kümmern möchte, beziehungsweise bezüglich Vorlernen, beziehungsweise am Thema dranbleiben, weil das ist wirklich ein harter Kurs. Und der macht bekanntlich auch nicht so viel Spaß. Aber das ist auch einer der wichtigsten Kurse, ob du willst oder nicht. Medikamente musst du austeilen und du musst halt auch wissen, was du den Patienten gibst, weil sonst ist blöd. Weiter geht's mit Pediatrics, mein absoluter... ich bin so gespannt auf diesen Kurs. Ich bin ganz ehrlich, viele, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich mich ja vielleicht auf meinen Facharzt in der Pädiatrie machen möchte. Pädiatrie, Kinder, also Kinderarzt, an alle, die es nicht wissen. Und super, super gespannt bin ich auf diesen Kurs. Es ist mir auch wichtig, in dem Kurs halbwegs halt einen Überblick zu behalten und Dinge zu verstehen, um halt für mich herausfiltern zu können, will ich das in der Zukunft machen? Soll ich das weitermachen? Anti, was ich meine, von daher, das ist auch bei mir hoch im Kurs, dass ich mich darauf konzentrieren möchte und halt am Ball bleiben will. Jetzt werde ich eigentlich nur noch warten, bis der Stream losgeht. Ich habe noch 15 Minuten, werde mir einen Kaffee machen, beziehungsweise ich werde mir Matcha machen und noch ein bisschen TikTok. Swipen, you get the vibe. Und dann habe ich auch schon meinen Stream. Hallo Ninos! Der Stream ist schon seit so 40 Minuten vorbei. Ich habe jetzt mir schnell Essen in den Backofen geworfen. Ich habe wirklich, wirklich Hunger. Man kennt's, wenn ich streame, vergesse ich irgendwie immer zu essen. Und ja, jetzt gibt's diese TikTok-Nudeln auf ganz entspannter Basis. Bin jetzt bereit, einen angenehmen und entspannten Abend zu haben. Ich habe jetzt im Stream angefangen mit Pharmakologie. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich verstehe gar nichts. Ich war komplett lost und war dann so, whatever. Ich höre einfach auf, so, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also, ich weiß nicht. Also, ist jetzt hier mein Highlight des Tages gewesen. Ich warte jetzt einfach drauf, bis wir Pharmakologie nächste Lecture haben, damit ich halt so ein bisschen einen Überblick bekomme und ein bisschen Grundverständnis, weil ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Jetzt werde ich eigentlich nur noch meinen Abend genießen, because I deserve that. Und ich habe morgen auch keine Uni. Das heißt, morgen ist auch ein sehr entspannter Tag. Guten Morgen meinerseits. Wir haben es 13.45 Uhr. Ich bin seit einer Stunde wach, aber auch eher so halbherzig. Lag nur im Bett, musste erstmal mein Leben klarkommen. Ich bin so müde. Ich war gestern noch bis 4 Uhr wach. Und ja, das war ja jetzt nicht so nötig. Hätte ich nie machen müssen. Aber es wurde das. Ich mache mir jetzt gleich erstmal was zu frühstücken. Aber was mein Plan für heute ist, ist, dass ich zum Sport gehe, meine Pathophysiology Vorlesung nacharbeite und ja, mich vom Tag überraschen lassen. Mal gucken. Gott. Währenddessen für euch nur eine einzige Frequenz vorbeigestrichen ist, ist für mich gefühlt der ganze Tag vorbeigestrichen. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Heute ist nicht mein Tag. Ehrlich, ich weiß nicht. Ich wollte 20 Millionen Dinge machen. Ich wollte lernen. Ich wollte TikTok-Videos filmen. Und was habe ich gemacht? Gar nichts. Ich habe nicht mal Netflix geguckt. Ich lag legit wie so paralysiert in meinem Bett und war nur so... Mein Stream geht gleich los in, ich glaube, 20 Minuten. Und ich war gerade noch bei Żabka, weil... Was ich immer mache, weil ich habe keinen Grund, aus dem Haus zu gehen, außer um Essen zu kaufen, ist, dass ich dann auch mich auf den Weg zu Żabka mache. Das ist wie so ein Lottoladen in Polen. Der so halt so Mini-Supermarkt, wisst ihr? Und dann kaufe ich mir halt einfach unnötiges Zeug, weil ich halt... Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ich urgelangweilt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Heute war kein so guter Abend. Oder beziehungsweise Tag. Es hat einfach nichts funktioniert. Alles hat sich so gezogen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hatte meinen Stream, den habe ich auch eher
versucht zu überleben. Ich hatte mir ein YouTube-Video zu Pharmakologie angesehen. Und es war halt eigentlich auch mein Highlight des Tages. Mehr lief da im Endeffekt nicht. Ein Freund hat seinen Hund vorbeigebracht, auf den ich heute Abend noch aufgepasst habe. Den Hund habe ich jetzt runter zu ihm gebracht und werde jetzt eigentlich nur noch duschen gehen und schlafen. Nichts Spektakuläres. Es war heute wirklich wieder ein erfolgreicher Tag. Noch ein außerordentlich schöner Tag. Das ist einfach so ein ganz... Wisst ihr, so ein ganz monotoner, normaler Tag. Ja, ich werde mich jetzt Bett fertig machen. Wie gesagt, nochmal schnell in die Dusche springen. Und dann den Abend ausklingen lassen, beenden. Bis morgen. Guten Morgen meinerseits. Wir haben es 11.22 Uhr. Ich hatte heute schon einen Kurs, den ich verpennt habe. Ich habe jetzt fast meinen zweiten Kurs verpennt, weil ich so spät dran bin. Ich habe immer weiter geschlafen und... Ich muss um 12 Uhr in der Uni sein. Von daher ganz, ganz wenig Rumgerede und ganz schnell fertig machen. Ihr merkt, irgendwie diese Woche wird nicht meine Woche. So, ich bin gerade dabei, meine Tasche zu packen, um halt natürlich mich auf den Weg zur Uni zu machen. Ich bin richtig genervt von mir selber. Ich weiß nicht, was los ist. Ey, gestern so ein Tag und jetzt heute auch nochmal so ein Tag. Muss jetzt nicht sein. Also hätte ich auch gar kein Problem mit, wenn das nicht der Fall wäre. Aber was soll man machen? Und so sieht meine Realität aus, und zwar immer unorganisiert und immer sehr verplant. Von daher, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Uni. Ich habe noch 14 Minuten, um in der Uni zu sein, und das heißt, ich muss jetzt rennen, okay? Ich komme gerade von meinem Pharmakologie-Unterricht zurück und ich muss, ich glaube, meine ganze Enttäuschung aussprechen diesbezüglich. Das war kein guter Unterricht. Ich habe nichts gepeilt. Ich saß da wirklich nur da und habe mit mir gekämpft, nicht einzuschlafen. Was ja auch nicht das Ganze sein sollte. Also ich weiß nicht, ich war schon semi-enttäuscht, weil ich habe gehofft, dass ich halt mit Hilfe des heutigen Unterrichts ein bisschen einen Überblick bekomme über Pharmakologie. Weil es ist ein wichtiges Thema. Also ob ich will oder nicht, ich brauche das für die Zukunft so arg doll. Und zudem, weil es auch ist, muss ich halt den Kurs bestehen, ne? Von daher, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht happy mit der Lehrerin oder mit dem Unterricht gerade gewesen. Ich war nur so, jetzt habe ich mehr Fragezeichen im Kopf als davor, ne? Danke. Und dann, ich bin heute zur Uni gelaufen, halt so wie ich das immer mache, ne? Ich laufe dahin und ich bin so hingefallen. Habe ich mich da wirklich von versammelter Mannschaft auf den Boden geworfen. Einmal wirklich den Bordstein geküsst. Und ich guck mal, so sieht meine Hand aus. Und ich habe mir bewusst bis jetzt noch nicht mein Knie angeguckt, weil das wird grün und blau sein. Und zudem jetzt auch, ich habe Apfelsaft heute Morgen getrunken an der Uni. Und seitdem, das ist jetzt, glaube ich, mein vierter Apfelsaft. Das ist so lecker. Warum hat mir niemand gesagt, wie lecker Apfelsaft ist? Einfach nur lecker. Ich habe mir sogar ein Frusteis geholt, weil ich so war... Super, jetzt muss ich den ganzen Tag halt Pharmakologie lernen. Ich habe wirklich jetzt Bauchschmerzen. Das ist halt so. Und jetzt haben wir auch in diesem Kurs wöchentliche Tests. Wöchentliche Tests. Das heißt, nächste Woche Mittwoch habe ich einen wöchentlichen Test über das, was ich diesen Mittwoch gelernt habe. Und ich weiß nicht, was ich diesen Mittwoch gelernt habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da mitgenommen habe. Ein wenig Make-up drauf gemacht, weil ich musste noch ein bisschen Content produzieren. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich habe heute keinen Study-Stream. Ich gehe wahrscheinlich in die Bib heute. Ich wollte eigentlich zum Sport, aber ich kriege mich nie aufgerafft. Ich krieg mich nie aufgerafft und deswegen dachte ich mir, ich gehe einfach gleich in die Bib und lerne dann da ein wenig und ja, mache dann abends einen ganz entspannten. Aber einfach, dass ich heute mindestens nochmal 3-4 Stunden gelernt habe, das von Pharma ein bisschen aufbessere, weil Pharmakologie macht mir Kopfschmerzen. Und ja, dann wirklich einen richtig, richtig entspannten Abend mir mache. Aber erstmal muss ich Content produzieren und dann kann ich den Rest machen. So, wir sind jetzt in meinem Schlafzimmer und wir werden eigentlich alle Videos hier drehen. Wie gesagt, ich weiß oft gar nicht, was ich filmen soll. Das ist, meine Kreativität neigt sich dem Ende zu, nach so vielen Jahren Content creating. Okay, so vielen Jahren, 2 Jahren. Aber da neigt sich so wirklich die Ideen und die Vielfalt des Contents zu dem Ende zu. Da muss ich mir immer
ja, TikToks angucken, um halt zu peilen, so, okay, welches könnte das richtige Lied sein? Wozu kann man eine gute Story machen? Und ich habe immer ein paar Lieder favorisiert oder beziehungsweise Sounds. Mal gucken, was der hier ist. Eigentlich voll gerne, aber ich habe erst vor 2 Tagen ein Video mit demselben Sound hochgeladen, von daher, das geht nicht. Wir haben ein Video produziert. Wir haben es hinbekommen. Ohne Sound. Eher so frei sprechen. Sie hat frei gesprochen, Bilder benutzt. Ich wollte lernen, ich wollte in die Bibliothek, ich wollte 1 Million Dinge machen und hier bin ich jetzt um 18.35 Uhr und habe gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich getan habe, ist mir Essen zu kochen und das Essen war auch sehr lecker. Aber ich werde jetzt wirklich mich zusammenreißen. Ich werde jetzt meine Sachen packen. Ich gehe in die Bib, auch wenn die um 22 Uhr schließt. Ich mache das jetzt. Keine Diskussion. Habt ihr mich gehört? Ich muss mich selber überwinden. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Ich bin zu Hause und ich war in der Bib. Ich war in der Bib, ich bin dahin gegangen, mit meinen eigenen Füßen bin ich dahin gelaufen in die Bibliothek und habe gelernt. Ich war bis 22 Uhr in der Bib und habe die ganze Zeit Pharmakologie gelernt und eine klitzekleine Übersicht bekommen oder einen kleinen Durchblick. Ich weiß nicht, warum ich mich immer so sehr stresse und versuche immer so super in Time zu sein. Aber ich glaube, das beruhigt mich. Ich glaube, ich habe so leichte Workaholic-Charakterzüge in mir, weil ich merke halt zum Beispiel, ich war zu Hause und ich konnte nicht damit umgehen, nichts zu tun, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch bei mir. Ich mag das nicht, rumzusitzen. Ahnt ihr? Ich zum Beispiel, wenn ich eine Serie gucke, dann halt am liebsten nur, wenn ich mich schminke oder gerade koche, aber nicht so. Oder esse halt, aber nicht so einfach zum Chillen. Das kann ich irgendwie nicht. Und von daher war ich super happy, dass ich halt einfach nachdem ich gekocht habe, in die Bib gegangen bin, dort Pharmakologie gelernt habe, dann auch noch einige Freunde getroffen habe, mit denen ein bisschen gequatscht habe, sozialisiert habe. Weil ich meine, dadurch, dass ich immer zu Hause lerne, so gesehen in meinen Study-Streams, gehe ich halt nicht so oft in die Bib, wie ich es manchmal vielleicht tun wollen würde. Einfach, weil das ist halt. Da siehst du halt alle deine Kommilitonen, da siehst du halt Leute, du kommst halt auch mal aus dem Haus. Und ich glaube, ich würde diesen Abend heute auch beenden. Ich würde dem Tag würde ich eine glatte 8 geben, 8 von 10. Ja. Wir haben es 11 Uhr, ich hatte bereits eine Vorlesung, aber die habe ich eher im Bett wahrgenommen, als mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Und dann hat ein Freund von mir gerade jemanden vorbeigebracht. Ich weiß gar nicht, seht ihr ihn? Ich kann euch ihn mal genauer zeigen. Das ist Amon. Und Amon ist heute bei mir. Auf jeden Fall, genau. Ein Freund von mir hat ihn vorbeigebracht, weil er gleich Uni hat. Und ich passe auch liebend gerne auf den Hund auf. Also es ist für mich mehr geschenkt, glaube ich, als für ihn. Hab noch nicht gefrühstückt, wir machen mir gleich Frühstück, er hat schon gegessen. Und dann werde ich eigentlich heute, ich habe heute einen Stream um 17 Uhr, muss den aber um eine halbe Stunde verschieben für den kleinen Amon. Und werde heute Pharmakologie weiterlernen. Ich werde gucken, ob mein einer Professor die Vorlesung hochgeladen hat, weil der hat sich schon irgendwie Zeit gelassen. Ich weiß nicht, was ich heute mache. Hauptsache erstmal essen und dann Pharmakologie und dann hoffentlich ein bisschen noch mit ihm spielen. Und dann geht's mir gut. Dann geht's mir gut. So, heute ist ja Donnerstag. Donnerstag ist ja eigentlich immer Jeremy's Next Topmodel Tag. Und ich bereite mich gerade vor, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mir vor einer Woche Erdbeeren geholt. Und ich wollte die ganze Zeit schon Erdbeeren im Schokoladenmantel machen und habe es einfach nicht zeitlich hinbekommen. Und jetzt habe ich heute die Erdbeeren angeguckt und da hat schon eine angefangen zu schimmeln. Und ich war so, oh mein Gott, jetzt muss ich die aber auch aufbrauchen. Und deswegen gibt es jetzt meine Erdbeeren und mache gerade mein Schokoteichbecken, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Und werde das dann heute Abend genüsslich genießen.
Ich habe mal wieder vergessen, weiter zu filmen. Schande auf mich. Ich hoffe, seid mir nicht böse. Der kleine Amon ist leider schon weg. Ich habe ihn gerade eben abgegeben. Und er hat wirklich eigentlich nichts gemacht, außer Pancakes mir gemacht, die Erdbeeren, meine Wohnung geputzt und alles sauber gemacht. Und habe jetzt auch ein paar Minuten meinen Stream. Ich werde heute Pharmakologie lernen. Was ein Wunder, wen schockiert. Weil das, ja, ich will einfach weiterhin meinen Durchblick behalten und in der nächsten Klasse halt einfach da sitzen und ne, diesen Ich weiß das Moment haben. Von daher, das ist, wofür ich jetzt heute arbeiten werde. Wir haben es kurz vor null. Ich habe James Desktop Model gesehen, meinen Stream beendet, Abend gegessen und war jetzt gerade duschen. Und dann hat mir ein Freund geschrieben, der das Herrchen von Amon ist, den ihr heute Morgen schon die ganze Zeit gesehen habt, und hat mich gefragt, ob ich ihn vielleicht heute dann doch noch über Nacht nehmen könnte. Und jetzt kommt Amon gleich vorbei und dann gehen wir auch schon schlafen, weil ich habe morgen Dermatologie um 8 Uhr morgens. Ja, ich bin auch richtig happy, dass es erst um 8, also dass wir das online haben. Krankenhaus ist in einer anderen Stadt und da braucht man halt arg lange hin, wirklich mit, selbst mit dem Auto eine Stunde. Und ich habe kein Auto. Also ich muss dann immer auf die Fahrgemeinschaft von meinen Freunden hoffen. Und es ist halt morgen online, was wirklich mir so eine Last vom Herzen nimmt. Kann ich morgen einfach ganz entspannt im Bett aufstehen, nur auf Andrücken und dann bin ich auch schon in der Vorlesung angemeldet, wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher super, super chillig. Sobald der kleine Amon da ist, geht es eigentlich nur noch ans Zähneputzen und dann hoffentlich ganz schnell schlafen gehen, weil ich bin müde. Guten Morgen meinerseits. Wir haben es, glaube ich, mittlerweile 14 Uhr. Ich esse auch erst jetzt leider Frühstück. Ich habe mir ein Avocado-Brot gemacht und gucke nebenbei Aline Bachmanns Livestream, weil das ist für mich wie RTL 2. Der kleine Amon wurde gerade eben abgeholt. Gerade eben, ich glaube, vor einer Stunde wurde er abgeholt. Und wir hatten eine schwere Nacht, würde ich so sagen. Er hat seinen Papa ganz doll vermisst und war am Anfang super, super ja, also ich würde nicht sagen jaulen, aber so ein bisschen so diese traurige, das hat er die ganze Zeit gemacht in mein Herz, aber das war halt Amons erste Nacht ohne den Papa und von daher, aber wir haben es gut gemeistert, wir konnten uns die ganze Zeit, wir konnten nicht einschlafen, weder er noch ich und ich habe mir Sorgen um ihn gemacht und er hat halt nicht schlafen können, aber irgendwann um 3 Uhr haben wir es dann hinbekommen. Wir waren auch noch mitten in der Nacht noch einmal draußen und ich finde, das ist super Training für mich, um herauszufinden, wie das wirklich ist, 24/7 mit einem Hund alleine zu sein. Von daher großes, großes Love an dem Punkt. Ich gucke mir jetzt weiter Aline Bachmanns Livestream an, weil wie gesagt RTL 2. Und meine Cousinen kommen heute um 18 Uhr hier an. Die komme ich wirklich für einen Tag besuchen, wo ich mich so sehr freue. Ich freue mich so auf die. Und dann geht es auch schon weiter, dieses Video hier zu schneiden für mich, weil das muss geschnitten werden und fertig gemacht werden. Aber ich gucke jetzt erst, ich esse jetzt erstmal, gucke weiterhin meinen Livestream da mit Aline. Und dann, ja, geht es später ans Video schneiden. Schönen guten Tag! Willkommen in meiner Wohnung. Also das ist auch das erste Mal, dass meine Cousinen in meiner Wohnung in Polen sind. Die geben euch wahrscheinlich gleich ein Update, wie sie meine Wohnung finden. Ich hoffe doch gut. Ich habe meine Kamera vergessen. Schönen guten Abend. Meine Cousinen parken gerade noch ein. Und wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Riesenrad, weil in Stettin gibt es eigentlich so einen kleinen Rummel mäßig. Den habe ich aber immer nur von der Distanz gesehen und noch nie in echt. Und jetzt sind wir am Wasser. Und es sieht wirklich, wirklich schön aus, da kann ich gar nichts sagen. Aber hier ist irgendwie kein Riesenrad. Guten Morgen meinerseits. Meine Cousine und ich sind aufgewacht. Wir sind wach. Da ist eine meiner Cousinen, das ist Selina. Die habt ihr gestern schon gesehen. Hi. Wir haben gestern noch sehr lange Mario Party gespielt. Meine Wohnung sieht auch dementsprechend natürlich heute aus. Und jetzt gehen wir frühstücken, weil das ist eine der Dinge, die wir am besten können, und zwar essen. Was ist das?
So, meine Cousinen sind vorhin los nach Berlin gefahren und ich war ein bisschen traurig für sie zu sagen, weil ich freue mich immer so sehr, wenn meine Freunde oder meine Familie hierher nach Stettin kommen und mich besuchen, weil es ist dann immer nur so, hallo, willkommen, und weil das sind meine eigenen vier Wände und wisst ihr, da freut man sich so sehr drüber. Jetzt geht es eigentlich für mich nur noch daran, dieses Video hier fertig zu schneiden, damit es morgen um 12 Uhr natürlich online gehen kann. Falls euch dieses Video gefallen hat und falls ihr dieses Video generell genossen habt, könnt ihr mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen lassen und mir auch gerne hier auf diesem Kanal folgen und die Glocke aktivieren, sodass ihr in Zukunft keiner meiner YouTube-Videos verpasst. Von daher, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 12 Uhr wieder hier auf meinem Kanal.